Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Suicide of Rachel Foster. In der letzten Folge haben wir uns hier unser altes Apartment angeguckt und ja, da haben wir so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt scheinbar, dass auch unser Herz in dem kleinen Zimmer hier anfing zu klopfen. Ja, das ist alles hier so ein bisschen auch... Ich will nicht sagen zugemüllt. Zugemüllt ist es ja an sich nicht. Es ist nur unordentlich. Also zumindest die Küche ist nicht speckig oder so. Das hätte ja auch sein können. Es ist aber nicht aufgeräumt. Und nicht geputzt scheinbar. So. Hier haben wir ein Bild, was scheinbar ein kleines Mädchen gemalt hat. Leonard, Nicole, Claire. Dad, me and Mom. Scheinbar waren es schöne Zeiten. Jetzt scheinbar nicht mehr. Montana. Und hier ist das Testament, was wir lesen sollen. Ja, 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 na klar. Nein, da widerspreche ich natürlich. Keine Ahnung. Jenkins Brief. Dear Mrs. Nicole Wilson. This is to inform you that the nominated personal representative Claire Wilson is intended to transfer the property of Leonard McGrath's last will and testament. All the ownership rights and responsibility are now attributed to the recipient, also an uns. An Nicole Wilson. Wir heißen scheinbar nicht McGrath, also hat sich die Mutter scheiden lassen und wir haben den Namen der Mutter angenommen. Den Nachnamen. Ist ja klar. Wenn das Kind bei der Mutter bleibt, kriegt sie auch den Nachnamen der Mutter. So. Oder? Denke ich mal. Gut. Ich dachte, nee. Bin verwirrt. Aber egal. Also wir nehmen unser Testament entgegen und ja. Super. Wir sollen uns ja auch hier so ein bisschen umschauen, hieß es ja in einem Anruf, der gar nicht hätte durchkommen dürfen, weil er das Telefon abgestellt war. Und wir haben ja vorhin, als wir hier so ein bisschen rumgeguckt haben, gesehen, dass hier der Hauptschlüssel liegt. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms though. Das ist also der Generalschlüssel, also der des Managers. Hier ist ein seltsames Telefon, das wir nicht nehmen können. Aha. Wunderschön alles. Das Telefon klingelt. What is this, a joke? Aber die Telefone sind doch abgestellt. Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. Das dachte ich mir. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. FEMA? Was ist das für eine... Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... Whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Was ich merkwürdig finde, wir haben ja das mit dem Sturm auch über das Radio hier gehört. Die Stimme von dem Irving klang wie die des Typen vom Radio. Entweder das ist Zufall. Das kann ja sein, dass es nur Zufall war und dass die nur einen Synchronsprecher hatten dafür und der musste halt beides sprechen. Wegen dem Budget. Was ist das für ein Geräusch? Naja, oder es ist die gleiche Person. Hört ihr das?
Wie als würde einer die ganze Zeit hin und her rennen. Haben wir das Telefon eigentlich jetzt mitgenommen? Ja. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Alter. Da ist doch jemand. Ich wüsste, wenn es hier irgendeinen Jumpscare gibt, ich schreie. Ich bin so. Wenn es um sowas geht, erschrecke ich mich so sehr. Alter. Oh. Okay. Das sind diese komischen Paneele. Okay, das waren diese komischen Paneele. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy. Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather. How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick and. Some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Natürlich nehmen wir. Offensichtlich schon. Yeah. Nicole, listen. If your car. Was ist mit Mrs. Wilson passiert? Can't get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Dankeschön. Sorry about that. I just. Nicole is fine. Hm. That für dich. Said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist. You know, FEMA. You're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! Okay, also wir wollen hier weg. What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Ah, es ist eine Dodge. Okay. Das müsst ihr also dann nicht mehr in die Kommentare schreiben. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt gehabt, ob das jemand in die Kommentare schreiben kann. Es ist 1968 Dodge. Und ich habe mich schon wieder verlaufen. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Hey, nicht fluchen, Madame. Auch wenn du alleine bist. Nur wenn du Videospiele spielst, darfst du fluchen. Um Aggression abzubauen. So. Warum verlaufe ich mich andauernd? Ich dachte, wir kommen jetzt hier schön an der Rezeption raus. Nein? Ich habe mich verlaufen. Ach, da hinten. Oh, hier hängen überall Schilder. Wow. Geht's hier zur Rezeption? Bitte sagt ja. War eine rhetorische Frage. Ich bin im Kreis gelaufen. Mann. Das ist nicht gut. Kein guter Start. Dann laufe ich den Weg lieber wieder zurück, den ich auch gekommen. Also das Spiel ist echt hübsch. Guck mal hier. Beleuchtung, Schatten, so ein bisschen. Also das Licht ist sehr schön. Also diese Lichtreflektionen. Staff only. Was ist hier? Schon wieder so eine. Das sieht komisch aus. Schaut euch das doch mal an. Wie dort hinten an der Treppe. Als ich das schon an der Treppe gesehen habe, fand ich das merkwürdig. Und jetzt hier. Ah, hier. Okay. Entschuldigung. Orientierungssinn wie ein Baumstumpf. Daher tut's mir leid. Die Tür ist halb offen. Die anderen Türen sind nicht halb offen. Alter. Ich bin die ganze Zeit der Meinung, ich höre Schritte. Ich gucke jedes Mal hoch, ob es hier bei mir im Zimmer ist oder ob es aus dem Spiel kommt.
Da ich aber Kopfhörer auf habe, die geschlossen sind und... Boah, ey, das Bild. Ich mag ja Wölfe, aber das Bild hat mich eben echt erschreckt. Die Augen eines Mörders. Ein Wolf kann gar kein Mörder sein. Das ist ein Tier. Ey. Manche haben eine Vorstellung. Da, Rezeption. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Nach gefühlt 10 Jahren. Also ich habe einen leichten Hang zu Übertreibungen, also tut's mir leid. Aber so bin ich. Oh. Nö, doch nicht. Aber wir gehen einfach zur Dodge. Also wir fahren mit dem Dodge 1986 wieder nach Hause. So, mein Auto benutzen. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Warum? Think so. Maybe someone... No, listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, willst du mich that didn't verarschen? Even cross my mind. Only trying to help. Yeah, ja. It's kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones, that's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Oh, fine. Also zwei Sachen finde ich komisch. Telefone sind abbestellt. Aber wir besitzen ein Cellphone, also ein Mobiltelefon. Es ist aber ein Kurzwellentelefon. Aber die nächsten Ortschaft oder die nächsten Menschen zu mir befinden sich 12 Meilen entfernt von mir. Ich bin nicht gut in Mathe und auch Umrechnungen von Meilen, aber das sind 20 Kilometer, glaube ich. Oder liege ich jetzt falsch? Ich dachte mal, Meilen sind mehr als Kilometer. Okay, das Garagentor ist auch zugefroren. Jemand hat unsere Autoschlüssel geklaut. Warum jemand die Autoschlüssel auf den Beifahrersitz packt, weiß ich auch nicht. Naja. It's a Warum wohl? conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I Ja. have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. What? Let's just forget it. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Das geht dir scheinbar immer noch nah. Was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil sie müsste ja jetzt eine erwachsene Frau sein, oder? Also die Bilder, die da oben hingen, waren ja von 1990. Sagen wir mal, da war sie 10, 11, 12. Jetzt haben wir 93, also ist sie Mitte 20. Hey, found anything useful? Nein. No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Mhm. Oh,
Thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. Uh-huh. It'll be fine. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Wir gehen gleich mal ins Zimmer und wenn wir ins Zimmer sehen, gucke ich mir mal die zwei. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Gucken wir mal die 217 uns mal an. Da lagen eben Rosen drin. Sterbende Rosen, aber trotzdem liegen da Rosen. Also, aha. Haben wir im Zimmer unseres Vaters geschlafen? Wenn ja, ist das irgendwie komisch. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Das finde ich cool, well, mit dieser Schrankwand. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh. I just... I'll call if I need you. Mhm. Sie will also duschen. Ich höre immer wieder etwas. Dann werde ich bild mir das ein. Was sein kann. Es war 217. War das mal modern da hinten? Zu fließen? Aha. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Ah, zum Boiler Room. Spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Wir sind da lang gelaufen. People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Yeah. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup. Baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Also 217 haben wir gefunden, da kommen wir aber nicht rein. Also ist da zurzeit auch noch nichts. Also wir müssen jetzt zum Boilerraum. Ey, oben sieht's echt schlimm aus mit diesem ganzen Schimmel und... Ich höre immer wieder etwas. Klingt wie eine Stimme, wie ein Gewinsel. Klar, das Gequietsche höre ich ja, das könnten auch meine Füße sein. Aber trotzdem. Ich habe auch immer die Befürchtung, irgendwas im Augenwinkel hier irgendwo rumlaufen zu sehen. Also erstmal gucke ich nochmal hier. Das war 217. Da, 217. Sterbende Rosen. Ja, sind wir zu 17 und da ist nichts. Also wir müssen jetzt erstmal in den Boilerraum. Wir müssen jetzt zu dem Irving. Furnace. He's waiting for me. He's down there. What? Was? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting. Are you
used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghosts to come and get us. Farting? The furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Na, ja, jetzt ist er tot. Jetzt bringt's dir auch nichts, dass du dich an sowas erinnerst. Also das verstehe ich nicht. Warum muss man sich mit jemandem beschäftigen, nachdem er gestorben ist und nicht vorher? Menschen sind manchmal komisch. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. Mhm. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 PSI. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit. Wake up! Huh? Nothing. Just talking to an old friend. Darf ich jetzt diese Taste drücken oder nicht? Alter. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no Super. Idea how grateful I am. Just doing my job. Ah, hier geht's wieder zurück zur Garage. Aber sie hatte doch auch irgendwie Hunger oder so. Also sie wollte ja nicht nur duschen, sondern hatte ja auch irgendwie Hunger. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. So, geht's hier zur Küche? Nein. Geht's. Was ist das für ein Geräusch? Geht's hier zur Küche? Da, Kitchen. Ja, Dining Room und dann zur Kitchen. Super. Hier, Küche! Ew. Also, das sieht schon horrormäßig aus und sieht irgendwie cool aus. Das klingt ja cool. Hier ist Suppe. Wollte sie nicht Suppe oder so? Aha. Ew, verdorbenes Essen. Ich bin hundemüde. Ich werde mich auf mein Zimmer. Ach so, bevor sie isst. Gehen wir in unser Zimmer und schlafen. Müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. In drei Töpfen ist das. Ach so, so eine Müll oder Wäsche. Hat so ein System, womit man Wäsche Vandalismus. Mann, ich kann nicht mehr denken und reden und da ist schon wieder so ein Ding. Wäschesystem, Wäsche weiterleitendes System. Na, wie nennt sich das dann? Welche Rohr ist das ja nicht? Egal, ihr wisst, was ich meine. Und darauf kommt's an. Ich
muss irgendwie in mein Zimmer gelangen. Hier lang? Hier lang? Hier lang? Und da schon wieder so ein komisches. Ich schwör's euch, ich habe eben ein Lachen gehört. Ich habe ein Lachen gehört. Hier ist die. Ach so, das waren die Schuhe. Entschuldigung. Broken. Ah, Teppich. Super. Ah, Wolfsbild. An dem kann man sich schön orientieren. So, jetzt geht's ins Zimmer und wir gehen schlafen. Dann gucken wir mal, was hier so passiert. Ach so, die Heizung. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey. Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. I get it. It almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No, no. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life, then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Gute Nacht. So. Was ist das? Aha. Aha. Bozo. Be gone, Bozo. Aha, aha. Okay. Ein Raumschiff. Scheinbar der Mond. Mars. Ein fremder Planet. We want you. Okay. Sehr süß. Das Bett des Vaters. Ich bin hundemüde, ich werde mein Zimmer in der Master Suite einschlafen. Okay. Ach so, sie hat ja gesagt, sie spielt noch Bass. Dann spielen wir Bass, los. Ey, dieses cool. Erschreckt mich jedes Mal. Keine Ahnung warum. Vielleicht sollte ich wirklich mal Horrorspiele mit einer Cam spielen. Dann habt ihr was wenigstens zu lachen. Jedes Mal meine weit aufgerissenen Augen. Oder ein Schrei. Aha, aha, aha. Wir sind hier. Da kommt ein Anruf. Good morning, Nicole. Get any sleep? Wie ein Stein. Like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Bist du eingeschlafen? Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like... At all? I thought you might need something and... But... I... You didn't go home?
because of me? I'm a workaholic. Das ist irgendwie süß. Toll. Punkt, Punkt, Punkt statt Danke. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Ich denke lieber an meine Grundbedürfnisse. Oh, I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Also in die Küche. Ich könnte ein ganzes Deal. Pferd verdrücken. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Scrumptious, ja, natürlich. So, und damit machen wir nochmal eine kurze Pause. Und oh, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit The Suicide of Rachel Foster. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch gefällt das genauso wie mir. Wir machen so Walking Simulator ab und an mal Spaß, weil man da so ein bisschen abschalten kann, zumindest ein bisschen genießen kann. Muss ja nicht immer Action pur sein. Kann ja auch mal was Ruhigeres sein, finde ich. Und wenn es dann noch so eine schöne Story hat, klar, Gameplay-Elemente sind immer wirklich weit runtergebrochen, aber trotzdem finde ich es schön, einfach nur mal die Story so ein bisschen zu erleben, selbst entscheiden zu können, was ich mir angucke, weil ab und an mal denkt man sich ja auch in Filmen, hey, ich würde mir gerne mal das da ein bisschen genauer anschauen oder ich würde gerne mal so eine andere Antwort geben wollen, wie der Hauptcharakter. Hier hat man natürlich begrenzte Auswahl an Möglichkeiten, aber dennoch ist schön. Also mir macht's Spaß, vor allem wenn es dann ja nach einem bisschen nervigen oder kopfzerbrechendem Arbeitstag ist. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne natürlich einen Daumen hoch da lassen. Das würde mich sehr freuen. Abo würde mich noch mehr freuen und ein Kommentar natürlich auch. Ihr könnt mir gerne Kommentare da lassen. Ich lese sie mir durch. Ja, das war's dann meinerseits. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.